Ja, danke Lukas für die offenen Worte. Möglicherweise dreht sich ja wirklich was im Profisport. Es ist ein ganzer Film entstanden zu diesem Gespräch. Er heißt Aus der Deckung, in ganzer Länge zu finden in der ARD-Mediathek. Und weil uns das wirklich am Herzen liegt, für Menschen, die sagen, auch ich denke an ein Coming-out. Es gibt Hilfe, es gibt Anlaufstellen, finden Sie alles auf brisant.de. Wir gucken auf weitere Nachrichten. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zurück in Berlin nach ihrer Reise in die Ukraine. Sie hat sich dort selbst ein Bild von der aktuellen Lage machen wollen und berichtet, dass sie selbst sich im Bunker verstecken musste. So gefährlich war die Situation auch für sie. Über ihre Erfahrungen und die Gedanken, die sie da gewonnen hat, auch zur Haltung Deutschlands zu weiteren Waffenlieferungen, hat sie sich jetzt geäußert. Und der Besuch steht im Kontext einer ereignisreichen Woche in der Ukraine.